Herzlich willkommen bei Lotti on Tour für den Feuervogel mit Moni und Jörg. Hallo zusammen. Hallo. Heute zu unserem diesjährigen, ich sag mal zu Monis diesjährigem Deko-Video, nachdem wir ja, wie vorher schon mal berichtet, das ein oder andere unschöne Thema hatten in Bezug auf Reparaturen und so weiter und so fort. Wollen wir jetzt nicht wieder aufgreifen. Etwas Schönes. Und zwar die Deko-Geschichte, oder, Moni? Ja, also wie Jörg schon sagte, ne, hatten wir ja die Geschichten hoffen. Wir hoffen, dass es jetzt wirklich ein Ende hat mit den Schäden und Reparaturen. Und nachdem wir uns dann alles wieder so ein bisschen eingerichtet haben, sauber gemacht haben und es an Ort und Stelle hingestellt haben, habe ich mir gedacht, irgendwie fehlt mir noch was. Und es ist ja für uns immer so eine besondere Zeit, Weihnachten oder auch die Winterabende, weil wir unser Wohnmobil ja auch nicht abmelden. Und immer das ein oder andere Wochenende dann auch gerne mal spontan fahren im Winter. Und ja, da habe ich mir gedacht, draußen ist es nicht mehr so schön. Also machen wir es für uns hier drin ein bisschen nett. Genau. Und ich bin wie immer gespannt. Ich meine, ich weiß zwar schon so ein bisschen, was kommt, aber letzten Endes weiß ich nicht so genau, wo Moni das jetzt alles so platzieren möchte. Und ja, Moni, ich bin gespannt. Dann bitteschön. Dankeschön. Ich war einkaufen. Also wie ja eben schon erzählt, wollten wir es uns ein bisschen nett machen, ein bisschen gemütlich machen. Und ich habe so ein paar Sachen hier aufgebaut und ich zeige es euch jetzt einfach mal und schaut selber und dann zeige ich euch nachher, wo ich die dann auch gerne hin platziere und wo ich was aufhänge oder hinstelle. Ja, ich fange einfach mal hier an und stelle euch noch mal kurz den Wichtel vor. Ihr habt das vielleicht in dem ein oder anderen von euch mal in dem Video gesehen. Wir haben diesen Wichtel von guten Freunden damals geschenkt bekommen. Und er hat hier natürlich Einzug gehalten. Und ja, aber der fühlte sich halt ein bisschen alleine. Deswegen hat er noch zwei Freunde bekommen. Also das ist jetzt ein ganz neuer. Den haben wir uns jetzt zugelegt. Den haben wir uns, glaube ich, in Dortmund gekauft. Und diesen, den haben wir schon ein bisschen länger, aber die drei haben jetzt einen neuen Platz bei uns gefunden. Und wo die gleich sitzen, das zeige ich euch dann später mal. Dann habe ich hier ein Wunderkörbchen stehen. Also aus dem Grund, ich habe das alles in das Körbchen gepackt. Weil es muss ja irgendwie, wenn wir dann los sind und auf Tour sind, muss es ja verstaut werden. Sonst fliegt es uns ja hier wirklich durch die Lotti. Ich hole es jetzt einfach mal raus und zeige es euch. Also, zuerst mal wollen wir unseren Tisch ja schön machen. Ne? Und ihr wisst ja alle, ich habe ja immer gerne Sets oder Tischläufer oder ein Tischdeckchen. Habe ich mir auch wieder eins gekauft, einen Tischläufer. Der kommt gleich auf den Tisch in Grau-Silbertönen. Dann muss ich mal hier reingreifen. Ich muss mal ein bisschen hier graben kurz. So, auf den Tisch soll nämlich auch natürlich mal wieder eine Kerze kommen. Und das ist ein Vanilleduft. Ihr wisst es ja, ich habe es ja so mit den Düften. Und die kommt, soll auch auf dem Tisch kommen, damit man es sich da wirklich abends schön gemütlich machen kann. Dazu habe ich jetzt passend zur Weihnacht- und Winterzeit mir so einen kleinen Wichtel aus Holz gekauft. Der soll dann auch noch mit auf den Tisch kommen. Zeige ich euch auch gleich, wie es aussieht. War auch selber mal gespannt. Dann gehen wir mal weiter. Ich möchte natürlich auch ein bisschen was hier an unserer Küchenzeile nett machen. Ich weiß, ihr habt damals vielleicht unsere kleine rote Laterne da stehen gesehen, aber das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mal was anderes und habe dann auch hier so netten Deko ausgesucht mit Weihnachten und Winter. Und wo der gleich steht und wie der dann aussieht, seid mal gespannt. So, dann geht's weiter. Natürlich dürfen Sterne nicht fehlen zur Weihnachtszeit.
Und das sind Sterne aus Filz. Die kann man so zusammenstecken, wenn es denn dann so klappt. Und dann einmal in Rot und einmal in Grau. Und wo die gleich hängen, wartet ab. So, ich habe noch ein bisschen was. Und zwar habe ich nochmal eine Kerze. Ihr denkt zwar auch, hier ist alles voller Kerzen, aber die Kerze, die kommt ins Badezimmer. Also wenn, ne, wenn wir da duschen oder uns da frisch machen, soll es da ja auch gemütlich aussehen. Eine dicke Kerze. Und damit die Kerze da nicht so ganz alleine ist, habe ich natürlich noch so ein Rentier. Das kann dann neben der Kerze stehen, auch im Badezimmer. Zeige ich euch auch gleich. Jetzt sieht es hier ein bisschen chaotisch aus auf dem Tisch. Dann habe ich noch ein paar Fotos, habe ich mir ausgedruckt von unseren Urlauben aus Frankreich und Norwegen. Und wir haben uns ja hier oben diese Pinnwand angebracht und da möchte ich die gleich nochmal neu bestücken mit den Bildern. So, jetzt ist mein Tisch, mein Dings auch schon, Körbchen auch schon fast leer. Ich habe noch ein Tannenbäumchen, aber ich weiß ehrlich noch nicht ganz genau, wo ich den hinstelle. Mal gucken, vielleicht finden wir gleich noch einen Platz. So, und zum Schluss haben wir dann noch eine Kugel. Ich mache sie mal an. So eine Leuchtkugel habe ich mir noch geholt. Und unsere Lichterkette, die habt ihr ja bestimmt schon mal gesehen. Aber wir haben die jetzt bei vielen Freunden und Bekannten haben wir sie jetzt wieder auch gesehen. Und dann habe ich gedacht, dann stellst du sie noch mal kurz mit vor und zeige euch, wo die dann bei uns liegt. Nachdem ich euch die Sachen jetzt vorgestellt habe, nehme ich euch einfach mit und zeige euch, wo die ihren Platz finden. So. Ich fange jetzt mit unseren Wichteln an, also hier den dicken Wichtel, den Oberwichtel, den setze ich mal hier hin. So, und dann haben wir uns gedacht, dass der Freund dazu kommt, daneben. Und unser neuer Wichtel, der ganz kleine, der setzt sich dann hier hin. Dann sitzen die alle nett zusammen. Und ich finde, das sieht schön aus, oder? Ich hatte euch ja die Fotos eben schon mal gezeigt, die wir hier an unsere Pinnwand hängen möchten. Und das mache ich jetzt mal. Das sind also Fotos von Norwegen und von Frankreich. Ein paar Erinnerungen, dass man immer mal drauf schaut. Ich hänge die mal eben auf, okay? Also einmal. Zweimal. Das sieht doch ganz nett aus. So, dann mache ich mit der Küchenzeile jetzt mal weiter und stelle da meine Deko hin. Einmal die Tannenbäumchen. Dann einmal ein rechts davon und links davon, einen roten und einen grauen Stern. Ich habe die Sachen jetzt hier auf der Küche hingestellt. Klar, wenn wir dann den Küchenbereich brauchen, zwecks Kochen oder Spülen oder so, muss es natürlich runter. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir dann vielleicht am Tisch abends sitzen, kann man auch noch nett eine Kerze hier zustellen und dann hat man es gemütlich. So. Jetzt kommen wir mal zu unserem Esstisch. Wie gesagt, ne, ich habe ja immer gerne irgendwie einen Tischläufer oder ein Set hier drauf. Jetzt habe ich mir sowas in Silber-Weiß geholt. Einen Tischläufer. Ist natürlich ein bisschen so. Aber sieht ja ein bisschen leer aus. Ne? Deswegen würde ich gerne hier unsere Vanillekerze und einen Duft Vanille draufstellen. Ich stelle den mal hier hin. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das Rentier hat ja ein Glöckchen an. Es
kommt auch mit. Irgendwie fehlt noch was, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, wir stellen noch einen Tannenbaum dazu. Den stellen wir hier hin. Damit diese Rattankugeln, sag ich mal, oben die Lichterkette schön zur Geltung kommt, habe ich ja jetzt hier meine Kugel gekauft. Ich mache die mal an. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir die vielleicht hier hinstellen. Hier stört sie keiner. Keiner stößt mit dem Kopf dagegen. Und ich finde, das harmoniert mit dieser Lichterkette. Ist das einfach schön. So, jetzt kommen wir eigentlich schon zum Schluss. Ich hatte ja noch gesagt, ich habe noch was fürs Badezimmer. Und da habe ich hier den kleinen Wichtel, den stelle ich hier auf die Ablage. Das ist eigentlich immer ganz schön praktisch, dass wir hier diese Ablage haben. Dann kann man die immer ab und zu mal neu dekorieren. Und die glitzernde silberne Kerze kommt dazu. Wenn wir dann hier duschen oder auf dem Klöchen sitzen, machen wir uns die Kerze an. Geschafft! Ja, ich habe jetzt ein bisschen dekoriert und ich muss dazu sagen, das Schwierige ist, man hat halt nicht so viel Platz im Wohnmobil oder so viele Abstellmöglichkeiten. Eigentlich gut, dass man das nicht hat, ne? Und deswegen kann man halt nicht zu viel aufstellen. Und ich finde auch, man sollte das so ein bisschen in Grenzen halten, weil zu viel ist auch nicht schön. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Geschmack dran gefunden und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Und ihr könnt mir ja auch mal einen Kommentar schreiben, wenn ihr noch andere Ideen habt oder wenn ihr sagt, nee, das wäre vielleicht besser da oder da. Nehme ich gerne an. Aber ich zeige euch das jetzt mal, wie das aussieht. Es sind ja doch einige Lichtquellen, ne? Und wie es dann im Dunkeln aussieht und die Lichter an sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also für uns Männer ist das ja manchmal ein schwieriges Terrain. Auf der einen Seite haben wir es immer gerne schön, auf der anderen Seite fehlt zumindest mir ab und zu wenigstens so das dekorative Händchen und auch das, einfach das Feeling, so eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Ne? Wir Männer sind wahrscheinlich der größte Teil, zumindest ich, ein bisschen spartanischer unterwegs. Aber trotzdem, ich finde es immer sehr schön, wie du es schaffst, unser Wohnmobil jahreszeitlich immer herzurichten. Und wenn dann eben so diese winterlangen Nächte kommen und wo du auch schon mal eben nicht mehr so viel draußen sein kannst, ja, dann finde ich es, schafft Moni es immer wieder, uns eine gemütliche Atmosphäre zu verschaffen. Lieben Dank. Gerne, das ist aber nett, oder? Und das vor laufender Kamera. Aber noch ganz kurz. Man kann natürlich das ein oder andere variieren. Ne? Also es muss jetzt nicht sein, also es kann auch, wie ich schon sagte, eine Kerze mal dazu. Oder es muss jetzt alles nicht so standhaft so an seinem Platz bleiben, sondern so je nach Laune und je nach Situation kann man das natürlich auch ein bisschen was ändern. Genau, es ist nicht in Stein gemeißelt. Nein. Dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine Moni-Deko-Video gefallen hat, schenkt uns einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal und dann freuen wir uns, wenn es wieder heißt Lotti und Tour für den Feuervogel mit Moni und Jörg. Bis dann. Tschüss. Tschüss.